got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. So hat es sich abgespielt. So ist Batman gestorben. Vor 9 Monaten wurde der Joker eingeäschert. Ich habe den Knopf selbst gedrückt und den Mistkerl verbrannt. Und dann warteten wir. Gotham rüstete sich für den unvermeidlichen Machtkampf. Doch er kam nicht. Die Kriminalität ließ sogar nach. Aber ich wusste, dass ein Krieg bevorstand. Ich wartete nur darauf, dass jemand den Abzug drückte. Danke. Kein Problem. Oh, danke sehr. Und? Was darf sein? Das Übliche? Sicher. Okay, Hähnchensalat ohne Dressing. Nein, ich nehme doch Waffeln. Mit Speck. Erzählen Sie es nicht meiner Frau. Wie Sie meinen, Officer. Oh, und falls Sie mehr Kaffee wollen, rufen Sie einfach. Tut mir leid, Sie beim Essen zu stören, Officer Owens. Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht. Warten Sie hier, ich kläre das. Wer braucht 3 Yachten? Bruce Wayne anscheinend. Ich wünschte, ich hätte 1 Yacht. Ich würde sie auch benutzen, wirklich segeln gehen. Für einen wie Wayne. Ganz recht abgesagt. Albert Kings großer Comeback-Kram. Kein Geld zurück. Ein Kerl hat Schmerzgeld von $75.000. Es war seltsam, okay? Ich war sie zu jedem so. Leute befragt ihren Wochenenden, Feierabenden und Bries. Als ob sie nicht was... Noch was. Nee, wir haben alles ausgegeben. Wie soll ich das wissen? Verzeihung, Sir. Sie dürfen hier nicht rauchen. Aber...
Menschen, die gerade noch ihr Essen genossen, wurden urplötzlich in ein Gemetzel verstrickt. Unter den wenigen Überlebenden befindet sich auch... Diese Demonstration hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht. Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken. Gotham, das ist die einzige Warnung. Gestern waren noch 6,3 Millionen Einwohner in Gotham City. Heute nicht so viele. Auf den Straßen befinden sich nur noch Leute, die das Chaos lieben. Gothams Beste. Abschaum. Kriminelle. Und Schlimmeres. Zu wenig gute Menschen, um sie zu stoppen. In nur 24 Stunden verloren wir die Kontrolle über die Stadt. Heute hofft Gotham auf einen, der uns alle retten soll.